Freunde, was wir immer schon geahnt haben, auch Schiedsrichter sind im Grunde nur Menschen, ja, mit einem Privatleben, wo alles drin ist, Sympathien, ja, etwas weniger Sympathien, mit Vorlieben für den einen oder anderen Verein. Da gibt es zum Beispiel den Olaf, der wohnt in Düsseldorf, ja, schwärmt für die Fortuna, bisschen aber auch für Schalke. Und obwohl er lange Jahre für ein Kölner Unternehmen gearbeitet hat, da war er gestraft genug möglicherweise. Und deshalb hat er sich vor 10 Monaten selbstständig gemacht. Versicherungsbranche. Ich würde mal sagen, mit Risiko. Denn Pandemie, man weiß ja nicht, wie es läuft. Und das Schöne ist, bei diesem Olaf, der hat immer nach seinem bewährten Wertekanon gelebt und gehandelt. Als Unternehmer, aber auch als Privatmann. Es musste Menschlichkeit, Anstand, Fairness, ja, das sind so die Werte, die im Sport halt gelebt werden, nicht? Und das zeichnet ja auch die Schiedsrichter aus. Und dieser Olaf hat im Düsseldorfer Schiedsrichterkreis einen guten Freund gefunden. Und zu dieser Leistung, 10 Monate in dieser harten Branche, so gelebt und gehandelt zu haben, das hat diesen Freund außerordentlich beeindruckt. Der möchte dem Olaf heute dazu herzlich gratulieren. Ich schließe mich persönlich an, bin auch total berührt von dieser stolzen Leistung und von diesen Werten, die da gelebt werden. Auch von mir, also herzlichen Glückwunsch.